Snippet 6, die ERP-Falle. Das Enterprise Resource Planning. Jedes Unternehmen benötigt ein ERP-Programm, das die internen Ressourcen, Prozesse und Daten abbildet. Ganz wichtige Regel: Das Unternehmen muss sich am ERP-System orientieren und nicht das System am Unternehmen. Die Supermarktkette Lidl arbeitete 7 Jahre mit SAP an dem Warenwirtschaftssystem Elvis. Das SAP-System sollte auf die Bedürfnisse von Lidl angepasst werden. Im Jahr 2018 kam dann die Nachricht, Lidl bläst das Projekt ab. Kosten 500 Millionen Euro. Autsch! Was war passiert? Lidl hat versucht, die eigene Welt im ERP-System abzubilden, anstatt das ERP-System in die Organisation zu integrieren. Darum mein Rat: Kauft das Ding von der Stange. Ein ERP-System, das sich bewährt hat. Keine Extrawürste, zumindest nicht zu viele. Information schlägt Ware und Systeme schlagen Information. Snippet 7. CRM. Kraut und Rüben oder Datenschatz. Ein Customer Relationship Management System ist ein Selbstdisziplinierungssystem. Es regelt die Beziehung zwischen deinem Unternehmen, deiner Marke und deinen Kunden. Es gibt einen Sales Funnel, den klassischen Trichter. Oben kommen ganz viele Kundendaten rein, die durch definierte Prozesse immer genauer werden und im Idealfall zum Verkaufsabschluss führen. Das Problem: Viele denken, mit der Einführung einer CRM-Software sei die Arbeit getan. Nein, das sind nur 5% der Arbeit, maximal. Aber jetzt geht es richtig los. 95% eines guten CRM-Systems bestehen darin, saubere Prozesse zu definieren. Ein CRM-System regelt nicht die Response-Time. Das musst du als Verantwortlicher regeln. Wenn du und deine Leute auf Messen Visitenkarten einsammelt, die dann auf dem Schreibtisch vergilben, machst du etwas falsch. Ein CRM-System ist wie ein anspruchsvolles Haustier. Es will gepflegt werden. Messekontakte müssen noch während der Messe in das CRM-System eingepflegt werden. Kontaktdatum und Daten, Unternehmen, was wollte der Kunde, etc. All diese Informationen müssen in das CRM, sonst kannst du den Kunden doch nicht mehr zuordnen. Hege und pflege dein CRM-System also. Dann sitzt du auf einem margensteigernden Datenschatz und nicht in einem chaotischen Feld voller Kraut und Rüben. Snippet 8. Umgang mit Bewerbern. Wann solltest du dich kurz für Bewerbungen bedanken? Innerhalb von 5 Minuten. Wann solltest du Kandidaten einen Zwischenstand schicken? Nach 24 Stunden. Wann solltest du Kandidaten eine Zu- oder Absage schicken? Nach 3 Tagen. Snippet 9. Stille Mitarbeiter. Wenn du nie etwas sagst, weiß niemand, ob du nichts zu sagen hast, ob du nichts sagen willst, ob du dich nicht zu sagen traust. Neulich im Projektmeeting, 10 Teilnehmer, 1 Moderator. Alle beteiligten sich, nur 2 blieben die ganze Zeit stumm. Höre auf meinen Rat. Trau dich und sag, was du denkst. Und wenn du das Gefühl hast, nichts beitragen zu können und im Meeting nur Zeit zu verlieren, dann sprich das klar an. Das ist deine Verantwortung an dich selbst und an deinen Arbeitgeber. Wenn du Chef bist und im Meeting jemand sagt, er entziehe dem Raum nur Sauerstoff und würde gerne wieder an seinen Platz gehen,
Lass ihn gehen. Er handelt im Sinne des Unternehmens und es gilt immer das Primat der Produktivität. Zitat: Your silence will not protect you. Audre Lorde, Schriftstellerin. Snippet 10. Laber Rhabarber. Karl Valentin sagte, es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von jedem. Ich sage oft, es ist schon alles gesagt und zwar von jedem. Ergo, wer nichts Neues beizutragen hat, darf gerne den Mund halten. Als Kurt Beck seine Grundsatzrede zum Amtsantritt als Ministerpräsident hielt, hieß es hinterher, er hat über alles gesprochen, nur nicht über die bemannte Raumfahrt. Geschäftsführer können über alles reden, nur nicht über 5 Minuten.